wie wichtig jetzt die Sozialisierung ist im ersten und zweiten Fenster. Das erste Fenster von 8 Wochen bis 4 Monate und dann nochmal von 7 Monate bis 9 Monate. Ne? So. Ja, so ungefähr. Und da ist es halt wichtig, dass sie da gut mit Hunden und auch Menschen zusammenkommen. Weil wenn sich diese Fenster schließen, kann es auf natürlichem Weg, also sprich durch die Genetik zur Grundlage genommen, sich nicht mehr entwickeln. Und wenn man in den Fenstern die Hunde mit ausgeglichenen Hunden im Rudel zusammenbringt und da auch Regeln aufstellt, dann hat man sie sozusagen wie immer eingebrannt auf der Festplatte. Und dann hat man im Anschluss einfach einen tollen Hund, der einen sein Leben lang begleitet, ohne dass ich mir großartig Sorgen machen muss, wie er sich wo verhält. Natürlich, Regeln muss man beibehalten, aber die Sozialisierung mit Hunden und Menschen ist natürlich dann gewährleistet. Und ja, man kann sehen, wie die Hunde auch davon profitieren. Denn je besser sie sich im Rudel verhalten oder überhaupt in der Gesellschaft auch mit Menschen verhalten, desto mehr Freiheiten kann ich dem Hund auch geben. Was ja wieder schön ist für den Hund, dass er ohne Leine laufen darf und mich überall begleiten kann. Ne? Also besser geht es dann nicht. Ne? Also fangt früh damit an, ne? Den Hund zu sozialisieren.